Wo auch immer mal wieder mitgearbeitet wird, ist mit Video während des Trainings, dass die Spielerinnen aufgenommen werden in ihren Aktionen und dann sich eigentlich sofort sehen können und du sofort korrigieren kannst und sie das auch live praktisch im Bild mit gewisser Verzögerung sehen können. Ja, wir arbeiten mit Videofeedback. Das Gefühl, was eine Spielerin bei einem Ball hat und das, was der Trainer sagt, ist nicht immer das Gleiche. Und ist für einige Spielerinnen auch schwierig. Es ist leichter, um von Bildern was umzusetzen für viele als von Wörtern. Mhm. So, wir versuchen mit Videofeedback zu arbeiten. Das meint, der Aktion wird aufgenommen und mit einer Verzögerung auf einen Schirm oder auf den Wand gezeigt, wobei die Spielerin ein, zwei Aktionen machen kann und danach sofort die Aktion zurücksehen kann. Mhm. Und das Körpergefühl, was sie selber haben bei dem Ball, linken können an wie es aussieht und das auch abstimmen können, ob es das Gleiche ist. Ihr habt hier ein Smartboard, das ist jetzt die teuerste Variante, die man sich so vorstellen kann, oder eine teure Variante, also eine weiße bewegliche Leinwand mit einem integrierten Beamer. Und du hast daran angeschlossen im Grunde so ein kleines iPhone eigentlich nur. Ganz einfache iPhone mit einem Stativ von 19 Euro genau. Und eine App von, ich glaube, 2 oder 3 Euro und ja. Man kann schon losgehen. Genau, du brauchst jetzt noch ein Kabel, also vom iPhone gibt es ein Kabel und dann ist das, was für eine Anbindung, was der Beamer hergibt eigentlich. Ne? Ja, was der Beamer gibt. Genau, so, das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Dieses kleine Stativ, das ist auch die Originalhöhe, wie du es aufgebaut hattest in der Halle und es stand ungefähr unterm Netz, ne? Und hat dann also quasi den Aufschläger im Rücken, den Annahmespieler vorne im Kamerabereich und dann wurde es auf die Wand projiziert. Ja, sicher für Annahme ist es wichtig, um nicht zu viel von oben zu gucken, weil wenn ich von vorne gucke, kann ich genau sehen, welche Winkel ich mache. So, das muss so ehrlich wie möglich sein und nicht verzeichnen. Mhm. Wichtig ist, ich muss es anpassen an der Technik, die ich trainiere. So, wenn wir zum Beispiel Schlag machen und wir da mit Videofeedback arbeiten, steht der Kamera ganz hoch, sodass wir auch da wieder gerade rauf gucken und nicht zu viel von unter einen Winkel. Mhm. So, und dann hast du so eine Verzögerung drin im Videobild. Ne? Hast du so Richtwerte, wo du sagst, wie viel Sekunden Verzögerung machst du dabei? Nee, das musst du einfach ausprobieren. Ist abhängig von den Übungen, die man macht. Wir haben eine Annahmeübung gemacht, wobei man 2 Bälle annimmt, alleine, und dann gucken kann, beide Aktionen sehen kann. Da war so ungefähr 6, 7 Sekunden, war ideal, weil man kommt sofort aus den Annahmen, braucht noch 1 Sekunde, um sich zu fokussen auf dem Schirm und bekommt dann seine 2 gemachte Aktionen wieder. Und auf dem Moment, dass der eine guckt, kann der andere schon seine Annahme machen und so verlieren wir nicht zu viel Zeit. Let's go. Tuck. Puff. Gut. Hab. Gut gelaufen, Bentje. Kein Problem. Erstes ist Beste. Weißt du noch mit deinem Gesicht? Puff, okay, gut. Guck nach deinem zweiten Ball, was du mit deinen Schultern machst. Noch mehr, noch mehr. Weil jetzt bleibt dein Gesicht bleibt ruhig, ja? Aber siehst du, dass dein Annahmebrett ist noch hier und nicht da. Okay, so der Ball kann noch weg. So. Mehr runde Rückenbändchen, weil du kommst wieder lang. So, Bauch in. Bei deinem zweiten Ball kannst du es richtig gut sehen. Ab. Puff. Siehst du? Deine Rücken kommt nach,
kommt nach oben, dann gehen die Schulter zurück und dann bin ich fertig. So, lass. Guck, puff. Let's go. Hab, puff. Gut. Zweites gut, da ist mehr Spannung auf dem Bauch und dann bleibt er ein klein bisschen mehr gebogen. Gut, Janice, er darf höher, aber ist okay. Gut gelaufen.